Und willkommen zurück zu Blood Omen Legacy of Kain. Im letzten Part, da sind wir hier nach Nachtholme gekommen und haben hier ein bisschen aufgeräumt in den Tavernen. Und ja, eigentlich sind wir ja immer noch auf der Suche nach Nubraptor. Wo ist dieser Vollpfosten? Wo ist dieser Spinner, der hier alles ins Verderben reißt? Oh, das sieht aus wie Waffen. Was? Armory? Armor, Schilde. Rüstung. Böser Schmied. Schmied kaputt hauen, wenn er mich ärgert. Kann ja nämlich nicht wahr sein. Du bist einfach eiskalt angegriffen. Kann echt nicht wahr sein. Aber schön, dass er so viel zu holen hat hier. Hier, da ist auch irgendwas zu sehen. Wahrscheinlich kann ich hier früher oder später doch mal meine Waffe irgendwie verbessern lassen. Ah, ich habe auch eine Idee, wie das vielleicht gehen könnte. Aber zuvor müssen wir erstmal die Leute hier killen. Die tauchen ja eher früher oder später wieder auf. Da gibt es dann einen neuen Schmied und dann ist alles wieder total cool hier drin. Was eigentlich total unrealistisch ist, aber ich meine, es ist ein Spiel. Keine weiteren Fragen. Ist das heiß? Nee, ich kann die Flamme gar nicht betreten. Ranzoom? Ach, das ist ein Ritterrüstung. Ha! Hinterlasst mir was! Macht das Fass auf. Ach nee, da ist Wasser drin. Da ist Wasser drin. Und hier, ah, guckt mal, das ist ein Schild, den wir hier sehen. Ein Schild. Ob wir den Schild früher oder später verbessern können? Wenn wir irgendwann mal einen haben? Momentan haben wir ja nur Waffen. Und unsere Schimpfworte. Und unseren Wolf. Und die Fledermaus, nicht zu vergessen. Allerdings ist die nur zu Reisezwecken zu gebrauchen. So, jetzt erzähl aber mal was. Nicht. Warum erzählst du mir nichts, Kain? Du Socke. Ach, lass mal den Dorfbewohner in Ruhe. Aber die lassen wir nicht in Ruhe. Die möchten mich nämlich ärgern. Böse. Zack. Trink. Die will man nichts tun. Cool. Wahrscheinlich die grausamste aller Methoden. Hierbei schrumpft der Körper des Opfers in sich zusammen. Knochen und Organe werden zerquetscht, bis der Druck so groß wird, dass die Haut aufplatzt. Na, pfui Teufel, müssen wir doch mal ausprobieren. Dieses Teil. Die Haut platzt auf. Ob das der Zauber ist, den Vorator in der ersten Videosequenz angewandt hat, als es von den Männelkicken da hier alles weggesprengt hat von den Knochen. Trink! Oh, guck mal, schönes Bild. Ih, ist denn das Nacksche da drauf? Na, bäh. Es gehört sich doch nicht. Es geziemt sich nicht. Und in dieser Zeit schon gar nicht. Ich dachte immer damals, waren alle so brüde gewesen, aber nein. Naja, ich verstehe sowieso so nicht so viel von Kunst. Ich bin nicht da so jemand, der das Hähnchen dafür hat, ja, und er könnte dieses und jenes und dieses Gefühl eingebaut haben und, Boris! Der Totengräber, hast du eine Leiche mit nach Hause gebracht? Es ist doch falsch eigentlich umgefallen. Oh, guck mal, die haben eine lustige Runde gehabt, da steht noch was Bier auf dem Tisch. Und da was zu essen. Ist das eine Tür? Ne, ist ein Fenster. Wollen wir mal auf die Möbel mal durch die Gegend zurücken, ja. Kain, also na. Das geht doch nicht. Oh Mann, da ist so träge, unser Kain. Das ist so schlimm. Was sagt eigentlich die Map? So, von hier sind wir gekommen. Also hier waren wir auf jeden Fall drinnen. Oh, dort oben gibt's eine Höhle. Drüben gibt's auch noch was. Und da ist offenbar eine Sackgasse. Aber das macht nichts. Wir gehen trotzdem dorthin. Wenn es zu weit ist. Waren wir hier schon drin? Oh, die schlafen alle. Wuhahaha. Trinken. Oh, die schnarchen alle. Da liegt ein Messer. Kann ich das haben? Ich möchte mir Obst anschneiden. Und mich auf den Schaukelstuhl setzen. Ich bin nämlich auch nicht mehr der Jüngste. Oh, das dauert mir jetzt ehrlich gesagt zu lange. So, und jetzt hier. Rush, rush, rush. Hier oben vorbeischauen. Hier geht's nicht weiter.
Eis! Eis! Kannst du hier rüberspringen? Eis! Er macht nur einen aus Sicht gerade aus. Vom Bildschirm. Das ist Standby-Modus gewesen. Ich spiele schon zu lange. Eis! Hier unten gibt's auch nichts zu sehen. Für die Katze hier mein Leben riskiert. Halb ins Wasser reingehüpft. Ach Mensch, mach dich hier raus. Ah, Kane, du weißt doch genau, dass du nicht ins Wasser gehen darfst. Du darfst doch nicht nass werden. Oh, hier ist was zu. Da war's verschlossen. Macht schon hoch. Wie öffnen wir es? Vielleicht können wir ja so rein zufällig kaputt schlagen. Ach, schade. Hätte ja klappen können. Na gut. Dann nehmen wir jetzt das Auto und hauen erstmal wieder ab. Ach ja, ist das nicht viel angenehmer, sich so fortzubewegen? Ich würde am liebsten noch ein Stück weiter aus dem Bild herauszoomen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, hoppala. Nee, da war jetzt ein bisschen zu flugs in die Richtung. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, da trinken wir auch gleich noch was. Meine Magie nimmt ab. Ich brauche mehr Magie. Ich möchte länger Wolf sein. Ach so, ja, das war die Waffenkammer. Da waren wir doch schon drinnen gewesen. So, hier gibt's nichts weiter. Jo. Gut, haben wir ja nur schon gehört. Steinchen. Krüll. Ah ja, hier kommen wir später vorbei. Das weiß ich noch ganz genau, weil das hat was mit unseren Kollegen Lubraptor zu tun, den wir nämlich gerade eben suchen. Ja, bitte? Hast nichts zu sagen. So, ich glaube, hier gibt's wieder was zum Teleportieren. Und ich glaube, hier waren noch irgendwo ganz miese Gegner gewesen. Aber Leute, ich kann euch aufmuntern, im nächsten Part könnten wir schon den Endboss einen Schritt näher kommen. Ah, Mist, wie... Mann, kaputt! Gain! Mach doch mal kaputt! Bevor er dich kaputt macht, Mann! Ja, danke! So, und davon wird es ja gleich noch so eine Flitzpiepe geben. Werden wir aber mal geschickt versuchen auszuweichen. Denn hier drüben müsste es nämlich den Teleporter geben. Genau. Da können wir uns nämlich hier schon mal das Dasein sichern, also hier das Ankommen. Falls wir mal wieder größere Strecken zurücklegen, dass wir nicht die ganze Zeit mit dem Wolf unterwegs sind, sondern dass wir einfach nur mal gesiechen und Fledermaus benutzen und von A nach B kommen. Und zwar in Windeseile. Ach komm, lass mich in Ruhe. Wen gibt's hier? Wen oder was? Gibt es hier? Ruhe! Wo sind wir hier hingeraten? Auf jeden Fall gibt's hier erstmal Mahlzeit. Ach, hier gibt's viel zu holen. Oh ja, genau, da war doch was. Ich glaube, aber die Dinger, die habe ich nicht kaputt bekommen oder aus dem Weg geräumt bekommen. Hier, guckt euch das an. Was ist das? Ist das ein Gigante? Was soll das sein? Ich keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich da drüber hinwegkomme. Ja, ich habe mich dunkel dran entsinnen. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal noch nichts verloren. Wie es scheint. Wahrscheinlich ist hier noch einer von diesen Säulenwächtern irgendwie unterwegs. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wir kommen schon noch auf den Trichter. Vielleicht ist es auch der Zugang zu Noob Raptor. Ah ja, das kann man wegschieben. Nö. Ich mag den nicht. Das dauert mir jetzt alles wieder mal zu lange. Und da wir genug Magie haben, starten wir doch mal mit unserem Auto durch. Und irgendwie dachte ich, bekomme ich auch noch mal so Blut geschenkt. Nicht? Schieben! Das Blut vom Stein. Na gut, da schauen wir erstmal hier rein. So süß. Trinke aus uns. Was ist das? Ist das ein Schädel? Mein Gott. Na gut, aber erstmal wollte ich in die Ortschaft rein. Und ich glaube, die Leute in der Ortschaft, die wollen mich gar nicht so gerne sehen. Na, so, Schluss aus, Kane. Der Ort Steinchen im Auto war genauso berüchtigt wie seine Bewohner. So, guck mal hier. Zu Lebzeiten hätte ich diesen Ort nie betreten. Im Tod kann ich den Geruch hier noch verstärken.
Ah ja. Alles Rocco. Und ich glaube, hier werde ich massiv attackiert, denn hier laufen überall Wachen herum. Und die sind ganz uncool, Mann. Wir können uns glatt wegkillen. Och, mein Shop hat keinen Bock auf euch. Mädels. Könnt ihr euch nicht einen anderen Mann suchen? Oh, guck mal, hier gibt's ja was. Ah, ich hab so das Gefühl, dass es hier irgendwo einen Geheimgang gab. Aber wie war das denn gleich? Na, trink mal erstmal. Oh, der Schnorchen. Tja, zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich mal meinen. Oh, hoppala. Das war der Zauber, den ich jetzt benutzt habe. Würde ich gar nicht benutzen. Aber ich glaube, das Spiel hatte hier auf der PlayStation immer etwas geruckelt. Fragt mich nicht, wieso? Es ist so gewesen. Hier irgendwie nicht so. Ach, ich bin mir sicher, hier gab es irgendwo einen Schalter oder so. Oder war es ein anderes Gebäude gewesen, hier irgendwo. So, auf jeden Fall auch eins mit mehreren Räumen, links und rechts und langen Flur entlang. Vielleicht war es auch ein größeres Gebäude, ich weiß es einfach nicht mehr. So, auf jeden Fall nicht ganz ohne. Na gut, versuchen wir erstmal weiter durch die Stadt zu schleichen. Ich kaufe nichts. Ich möchte nicht. Was ist das? Big Horn. Brothel. Bordell. Würde ich mal meinen. Also so Pi mal Daumen, ne? War so geraten. Ist ganz spontan. Ja, dass ihr hier nicht gut seid, das ist mir klar. Aber bei den... Oh, hoppala. Den Mann an der Theke wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kennen. Guck mal, der Stuhl, der flackert so komisch. Geil. Hm. Wie seltsam! Fässer! Das ist was Schönes. Oh, und da gibt's noch solche von denen. Ach Mädel, du hast doch keine Chance gegen mich. Sag ich doch. Der Pauf ist gleich wieder vorbei. Wir haben noch nicht viel geschafft. Na gut, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich wusste ja, dass das Spiel etwas langwieriger wird. Wie wird das wohl werden, wenn ich mal ein größeres Rätsel oder so habe? Oh Mann, durch solche Häuser wird ich auch bevorzugt. Oh mein Gott. Das sieht ja schon richtig pervers aus, was die hier zum Teil haben. Ich will mir die Bilder gar nicht so genau angucken. Man weiß, was wir da noch zu sehen bekommen. Ei! Das ist die Folterkammer oder was? Oh mein Gott! Da liegen Gedärme auf dem Boden. Was ist denn das? Habt ihr da ein Gesicht von jemandem runtergeruckt? Waren das die bösen Männer... Was? Help? Waren das hier die bösen Männer, die nicht pariert haben, oder was? Die nicht bezahlen konnten, ne? Sieht auf jeden Fall ganz schön brutal aus. Na gut, dich lassen wir mal am Leben. Du bist der Zeuge, was hier passiert ist. Können wir ja nicht alle umlegen. So, ja. Das hier könnte vielleicht auch der Raum gewesen sein. So, erstmal den Herrn des Hauses und die Dame des Hauses. Ja, hier, guckt mal, da ist hier dieses Türkise unterbrochen. Haha, ich wusste, hier gibt's noch was. Oh! Teleporter! Will ich da schon hin? Ich glaube, dieses Freudenhaus merke ich mir mal vor. Fürs Erste. Und ich denke, da ja hier so viele nette Leute unterwegs sind, fühle ich mich schon richtig geborgen und werde erstmal den Part beenden. Also ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!